Und damit ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Trains and World 2. Wahrscheinlich auch zur letzten Folge. Denn es ist soweit. TSW 2 geht und TSW 3 kommt. Ja, wir fahren heute auf der wunderschönen Isle of Wight im Jahre 2022. Und ja. Wir rüsten die Chauffeuse mal auf. Wir fahren heute nämlich nach Shanklin. Und ja, Sicherungssysteme. Nee. So, Sicherungssysteme sind auch da. Sehr schön. Machen wir mal Licht an. Denken wir doch schon, brauchen wir nicht. Wir brauchen auch für unsere Fahrgäste. Hier, sehr schön. Ja. Die Class 448 ist er neu auf die Isle of Wight gekommen. Also in Realität. Denn dort fuhren ja früher ehemalige U-Bahn-Züge von der Londoner U-Bahn. So. Aber. Wir müssen schon los. Mal wieder Profi unterwegs hier. Ja, kannst du auch mal die Tür zu machen? Danke. So, und habt ihr die Chauffeuse hier? Alter, wenn die Dinger so abgehen, Alter, wo ist Mahlzeit? Rip auch in die Arme Omas und Opas. Noch Isle of Wight, hatte ich mir mal geholt. Ist eigentlich so eine kleine, schöne Strecke. Wenn man mal Bock hat, wieder was zu erleben. Finde ich, wie schon gesagt, ganz, ganz nett eigentlich. So. Ja, wie schon gesagt, letztes Mal TSW 2. TSW 3 kommt am 2. September, inoffiziell, offiziell am 6. Vorbesteller von der Deluxe-Version bekommen das schon am 2. Obwohl ich mich fragen muss, warum nur Deluxe? Denn es gab mal so ein Bild, das werde ich euch jetzt vielleicht auch mal hier einblenden. Dort steht, dass dieser Pre-Order-Bonus auch für die Standardversion ist. Aber im Video vom lieben Anschka, vom Northern TV Play oder jetzt Endplay sogar, wurde gesagt, nur die Deluxe-Version bekommt diesen Premium-Zugang. Wo ich mich auch frage, was stimmt jetzt? Aber ja. Für einen Preis von 45 Euro, glaube das sollen 50 Euro werden sogar. Weiß nicht, also es gab schon ganz viel gespaltene Meinung. Manche haben gesagt, was, 50 Euro, wollt ihr mich verarschen? Ich muss aber sagen, ich finde es dir recht. Ja, die letzte Version habe ich gerade nochmal nachgeguckt, kostet halt eben dann 60 Euro. Ja, ich habe mir Deluxe geholt, denn ich wollte halt eben noch Spirit of Steam dazu haben. Schöne alte Dampflokstrecke. Hatten ja auch ganz viele sehr unterschiedliche Meinungen gehabt. Manche sagten, die wäre schön, manche sagten, die wäre scheiße. Aber so ist ja auch gesagt, die haben ja die Sachen verbessert. Und darauf bin ich jetzt halt eben gespannt. Die Strecken, die dazu kommen, sind einmal Kassel-Würzburg, 186 Kilometer. Ach du Scheiße, ich werde Spaß haben. Vor allem im IC1. Holy fucking shit, das wird geil. Ja, dann noch halt eben so Eastern High Speed wird der verlängert bis nach Ashford International. Hieß es, glaube ich. Weiß nicht, ob das Ashford International heißt. Und dann noch irgend so eine Canyon Route, Canyon Pass oder irgend sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall was von Amerika, von der BNSF war es, glaube ich. Wo die auch erstmalig die Lizenzen bekommen haben von denen. Ich glaube, South Eastern High Speed soll 85
Meilen bekommen und ich glaube die amerikanische sogar 90 Meilen. Wie viele Kilometer das sind, ich kann keine Mathe. Ich glaube so, ich kann keine Mathe. Aber ja. Ich hoffe gleich, dass wir Highspeed machen können. Mit unserem Maximalspeed von 45 Miles per Hour, ungefähr 80 km/h. Vor allem muss man auch bedenken, dass sie sind ja auch alte U-Bahn-Wagen. Die fuhren, glaube ich, auf der District Line früher rum. Aber nun ja. Seit neuestem fahren ja die S-Stocks drauf. Ich glaube S7 oder S8, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren dort jetzt S-Stocks drauf. Und ja. Deswegen wurden die hier eingesetzt. Unternehmenwechsel gab es auch von der Island Line. Da sitzt jetzt unser Southwestern Railway, glaube ich. Umgewandelt worden. Glaube ich zumindest, dass die das Southwestern Railway das übernommen hat. Kann natürlich sein, dass es immer noch die Island Line ist. Auf jeden Fall sieht von der Farbgebung halt eben so aus, als wäre es hier ein bisschen Southwestern Railway. Weiß nicht genau, ob das stimmt. Wir sind heute nur als Zweiwagenzug unterwegs. Man kann auch einen Vierwagenzug fahren, aber ich glaube nur in der HVZ oder ganz selten nur. Sehr schön. Ich finde es okay, wie immer der Lift angeht. Warte, ich kann ja mal zeigen hier. Captor, open. Geil. Und wenn du jetzt hier Feierabend machen möchtest, brauchst du den Schlüssel. So, einmal Schlüssel. Und so. Ah, hier gibt es sogar zwei Schlüssel, sehr schön. Also, wenn du hier auf dem Schotter bist. Okay, finde ich eigentlich ganz interessant. So, schließen wir mal wieder. Und was ja auch geil ist, ist mir auch mal aufgefallen, du kannst jetzt Guard rumspielen. Hier, Zugbegleiterschlüssel. Und dann, wenn du jetzt mal, also Key Switch natürlich rein, wenn du jetzt auf Klaus machst, gehen alle Türen zu, außer deine. Du musst dann hier zusätzlich auf Guards Close drücken. Finde ich voll nice. Warte, das ist so, zu und dann abschließen. Sehr schön. Und weiter geht die Liebe der Fahrt. Ab nach Reading. Stimmt, hier ist ja die Station, da kannst du glaube ich sogar umsteigen zu irgendeiner Dampflokstrecke. War es glaube ich zumindest. Ich glaube, die Station ist auch nur während der Dampflok-Saison eröffnet.
mal an. Ich bin mal gespannt. Ey, bitte nicht, dass wieder so ein Hack-Mack ist mit DSV 2. So, ja, wir müssen das in Preserve Connections aufteilen und dann kommt alles eine Woche später. Das wär's, ey. Sehr interessant, wofür das steht. Ja, piep piep. Wir haben unsere Dieb. Okay, nice. Also heißt, all unser Fortschritt wird dann gespeichert. Habe ich gerade gelesen. Das ist wirklich nice. Also heißt, wenn wir irgendwelche Liveries gemacht haben, wir einen Livery Designer oder so, dann müssen wir einfach nur ein DAF-TLF-Konto haben und dann wird alles rüber gespeichert. Von TSW 2 zu TSW 3. Finde ich geil. Da haben wir einen Kollegen verpasst. Das aber. Der fährt nach Ride. Now we better genau hin. Ride explained. Der fährt nicht bis zum Hafen. Der fährt eine Station davor. Endet er schon, glaube ich. War das eine Station oder waren das zwei Stationen? Warte, wir können ja mal gucken. Ride. Nee, eine Station davor endet er schon. Okay. Ja. Ich hab mal bei mir kurz den Dings gesehen. Den God Mode. Spannend, wenn es einen Gott mal für TSW 3 gibt. Also man kann mit dem Ding schon wirklich viel Mist bauen. So, da hatten wir einen kleinen Funken gehabt. Thank you.
sein. Also, ich fühle mich gerade so an wie Deutsche Bahn, ey. Stimmt, heute ist ja der letzte Tag der Nordic jetzt. Aber darüber reden wir auch nicht. Am besten. Ja, wunderbar. Türen auf. Hat er gerade... Ach nee, da hat er nicht. Sah nur gerade so aus. Ah, guck mal, wir hatten nur noch ein Lake und dann Shanklin. Ich find's geil. Ein Ort kommt auf den Namen Fluss. Also, Englisch-Profis, ihr wisst ja, Lake bedeutet auf Deutsch Fluss. Wieso kommt eine Ortschaft auf die glorreiche Idee, einen Fluss zu nennen? Ich meine, bei uns in Deutschland gibt es ja auch so kuriose Orte. Aber sowas Kurioses habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Nicht Strom einschalten? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wir können ja mal die Türen schließen, denn die brauchen eh ein paar Jahre, bis sie zugehen. So, Türen hinzu. Sehr schön, dann fahren wir weiter. Wir können eh nur so lahmarschig fahren. Danke dafür, British Rail. Aber irgendwie hätte ich das, hätte ich diese Pfeife so an wie von Thomas die Lokomotive so. Ach, Kindheit im Comic. Aber ich meine, heute gucke ich ja ganz andere Sachen. Das wird nix. Nein, das wird nix. Oh nein, das wird nix. Nein. Oder wird das was? Oh je. Ich hab gar nicht gemacht. Das muss so. Das muss so. Denn ich meine, die ganzen Leute hier, ich meine Lake, man weiß ja, Fluss, hier war früher ein Fluss gewesen und die Szenen sind noch ein bisschen feucht, ne. Man kennt sie ja. Ich find's immer noch geil, dass er, der ist einfach wirklich schlecht. Geht hier wohl nicht.
wiederfahren von Glasgow. Aber ich habe mich dann auch dafür entschieden, dass ich hier die Arbeit fahre. Ich meine, hey, es gab ein Update und warum nicht? Sind wir auch mal nett für unseren Kollegen? Können wir mal rum? Ich weiß nicht genau, ob der dann wieder nach. Es Planet Day fährt. Gesundheit, ey. Oder ob der dann wieder zum Hafen fährt. Weiß ich nicht. Der Kollege selber morgen. Auf jeden Fall eine Sache, die ich weiß, ist, wir müssen bremsen. Ja, TSG2, es war eine schöne Zeit mit dir gewesen, aber nun müssen wir lieber Ruhe sagen, anscheinend. Ja, ich freue mich schon auf TSG3 mit dem IC1 zu heizen. Das wird spaßig. Dann schön mit 280 km/h brettern. Ich hoffe, es gibt dann irgend so eine Mod, dass ja auch auf München Output dann eingesetzt wird. Das fehlt wirklich noch. Dass auf München Output eingesetzt wird. Oder ein IC4 wäre auch geil. Aber ja. Das war's von der wunderschönen Fahrt. Hoffe, die hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auch ein Like da. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bestimmt im TSW 3 wieder. Dann sage ich für heute nur noch Tschüss und bis zum nächsten Mal.